Grüße Leute, jetzt im 40-Trainer-Finale der ADAC MX Masters auf sandigem Boden. Strecke ist wie immer ganz geil, schöne Sprünge drin hier, wird immer relativ stark ausgefahren und man hat hier viel zu arbeiten, aber mir macht es immer Spaß hier und ich denke dir auch. Ja, wird geiles Racing, wir haben jetzt schönes Wetter, Strecke wie gesagt ausgefahren, aber geil präpariert und guck mal, was nachher rauskommt. Also für das letzte Rennen habe ich mir vorgenommen, klar, dass eine solide Leistung abzurufen und nochmal alles rauszuholen, das letzte Rennen. Man kann nichts verlieren, beziehungsweise ich kann nichts mehr verlieren, kann auch nichts mehr gewinnen. Weil ja, der dritte Platz in der Meisterschaft ist ziemlich sicher. Deswegen, ich gebe einfach mein Bestes jedes Rennen, jeden Lauf, versuche gute Starts zu machen und ja, solide Fahrt durchzuziehen. Ja genau, wie gesagt, letztes Rennen, wenn wir immer noch mal gut abschließen, um gut ins neue Jahr oder gut in die Wintervorbereitung zu starten. Und von daher, ja, Bestes geben, guten Flow reinkriegen hier auf der Strecke ist extrem wichtig, weil man hier relativ schnell verkrampft und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Wird nochmal alles geschoben, ne? Sieht gut aus. Wird gut aus. Heißes Geheize gleich. Ja, gleich geht's los mit dem zweiten Lauf. Ersten Lauf am Sonntag. Ja, herrliches Wetter. Gestern hatten wir ein bisschen Pech mit dem Wetter. Es hat bei uns im Laufen ein bisschen, ja, oder war ziemlich bewölkt. Hat zum Glück nicht geregnet, aber Strecke war gut nass.
war sehr zerfahren. Ja, hatte einen mittelmäßigen Start, bin dann auch nicht so gut in Fahrt gekommen. War eher semi-gut, sage ich mal. Deswegen, ich versuche es heute besser zu machen, versuche heute einen besseren Start zu bekommen und gleich in einen guten Flow zu fahren. Und dann gucken wir mal, was heute am Ende des Tages ausspringt. Ja, gestern war durchwachsen. Ja, soliden Start und einen Top 10 gehabt. Und hinten in der tiefen Sandsektion geht es über einen Zahn. Und danach ist relativ tiefer Sand und ausgefahren war es gestern. Hatte einen Fahrer vor mir einen Schlenker gekriegt und ich konnte leider nicht mehr ausweichen, bin hinten drauf gefahren. Ja, dann lag ich da in einem Sprung, hatte ein bisschen Lebensangst gehabt, weil dann kamen ungefähr 30 weitere Fahrer und ich dachte nur, scheiße, hoffentlich wird es nicht getroffen. Ja, dann sind noch drei in mich reingefahren. Ehe ich dann loskam, na gut, da verging ein Haufen Zeit und am Ende Platz 12 war vom Fahren her okay, war jetzt nicht mein bestes Rennen, aber ja, das Beste probiert draus zu machen. Ist nicht so ganz einfach, eben weil man sich von hinten vorarbeiten muss, aber jo, heute haben wir noch zwei Läufe, von daher gucken, was da geht. Ich freue mich, ich will nochmal die letzten zwei Rennen alles geben und ja, Spaß haben auf jeden Fall auf der Strecke, ist wichtig. Kam gerade leichter Schauer noch mal runter zum Ende des Rennens. Ja, mein Lauf startet oder ist wieder semi gut gestartet. Bin fast hingefallen in der zweiten Kurve, weil es geht ja eng links, rechts. Und wenn rechts, dann geht es gleich über so einen Huckel. War ich schon komplett daneben, bin fast in die Goldfrenbahn reingefahren und habe mich dann irgendwie noch wieder zurück auf die Strecke gerettet. Bin dann relativ schnell vor auf 5, habe mich dann aber so festgefahren ans Derry, ich kam nirgendwo vorbei, ist so schwer zu überholen. Ja, vom Fahren her war es auf jeden Fall besser als gestern, aber zäh, also ich weiß, dass es noch besser geht. 46, ja. Es hat übel geregnet, ich habe nichts mehr gesehen, meine Handschuhe, ich war nass bis auf den Schlüpper und ja, ich weiß nicht, wo das auf einmal herkam. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Auf einmal kam das runter und du hast eigentlich nur zu tun, zu ziehen am Rolloff. Und es war extrem schwierig, da irgendwie was zu sehen. Und dann die Rillen, die Kanten, das ist so schon relativ schwer, das zu treffen und ordentlich zu treffen. Da hast du noch die Kanten drin und dann siehst du noch nicht richtig. Also das war echt nicht so schön. Es gibt schönere Tage auf jeden Fall, aber es gehört dazu. Sehr guten Start gehabt, gleich auf 5.
aus der ersten Runde gekommen. Und ja, die Vorderleute sind einfach schneller. Das ist definitiv so. Hier geht es mir nicht so, im Sand geht es mir nicht so von der Hand wie auf Hartboden. Und trotzdem am Ende meinen Bruder nur noch vorbeilassen müssen. Und ein Sechster ist gut für mich, auf jeden Fall. Und mal gucken, was im dritten Lauf geht. Ja Leute, Saison schon wieder vorbei, oder was heißt schon wieder, reicht jetzt auch langsam mal. Der letzte Lauf war nochmal gut im Trainer, ich konnte jetzt auf Platz 2 abschließen, war knapp hinter Max ins Ziel gekommen, hatte somit einen guten Saisonabschluss und ja, leider 4. Overall, von daher kein Podium, aber Gesamtplatz 3, war eine harte Saison definitiv, meine Gegner waren extrem gut unterwegs und ja, ich kann mir nur jetzt vornehmen, für nächstes Jahr es besser zu machen. Oder will es besser machen und dann nochmal ein neues Ziel setzen, neu anfangen und dann hoffe ich, dass ich nächstes Jahr ganz oben stehen kann. Jetzt als nächstes steht erstmal an, drinnen nochmal an die Theke zu gehen und ein Bier zu holen. Und dann erstmal Füße hoch, kurz Auszeit, mal wirklich nichts machen und ja, mal alle vier von sich strecken und dann geht es aber in 3-4 Wochen wieder los mit normalem Fitnesstraining und dann baut sich das Stück für Stück auf. Und ja, irgendwann fahren wir dann wieder eine Runde Motorrad, aber so, dass wir nächstes Jahr zum Anfang der Saison wieder 100% da sind und fit sind. Ja, Trainer war nochmal gut für mich. Dritten Lauf 8er, schlechten Start und dann vorgefahren. Vom Fahren her war es okay. Und gesamt bei den Masters 6er, was für mich gut ist. War ich 2019 schon mal, wollte es natürlich verbessern, wäre gerne 5er geworden, aber gut, das will jeder. Und ja, für nächstes Jahr gilt das Ziel trotzdem noch, Top 5 und ich arbeite dran natürlich im Winter. Jetzt geht es erst mal, wie mein Bruder schon gesagt hat, rein in die Theke, dann geht es nach Griechenland in Urlaub, da gibt es ein bisschen Uso und dann sehen wir, was weitergeht, wie es weitergeht. Auf jeden Fall freue mich schon auf die nächste Saison und ja, hab Bock auf mehr. Also keine Angst, ihr seht demnächst von uns noch was, nicht erst nächstes Jahr. Wir müssen uns jetzt um unseren Kollegen hier kümmern, Heino, der hat ein bisschen Schlagseite. Wir müssen dann gucken, dass wir schnell an die Theke kommen, dass der wieder gerade läuft. Also, war cool mit euch, denke ja, euch hat es gefallen und ja, jetzt gibt Heino erstmal einen aus. Genau. Ja, let's go. Ja. Tolle Leistung von den zwei. Genau.